Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Crisper. Nach Nina Tomaselli von den Grünen ist Stefanie Crisper von den NEOS die letzte Rednerin hier in dieser kurzen Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke der Zuseher und Zuseher. Ich möchte zuerst zur grundsätzlichen Fragestellung kommen, nämlich ob unter dieser Bundesregierung Anfragebeantwortung eigentlich ihren Namen verdienen. Und ich glaube es sehr oft leider nicht. Wir erhalten als Oppositionsparteien zu oft, gerade aus dem Innenministerium, aber auch von anderen Ministerinnen und Ministern, nicht die Antworten, die uns nach dem Interpellationsrecht zustehen. Und leider haben wir in Österreich kein Rechtsmittel dagegen, wie zum Beispiel die deutschen Kolleginnen und Kollegen. Und es wäre in der Zeit, auch in Österreich uns Abgeordneten Rechtsschutz zu geben und einen Rechtsweg zu eröffnen, zum Beispiel an den Verfassungsgerichtshof. Hier mahnen wir Reformen ein. Zum Inhalt. In dem Fall, den wir heute besprechen, sollten wir anscheinend nur erfahren, was für die ÖVP opportun ist. Wir kennen aber auch schon andere Fälle, wo wir gar nicht hätten erfahren sollen, was die ÖVP so abgefragt hat. Nämlich Dinge mit dem Ergebnis, dass Sebastian Kurz ein Delfin ist und Hans-Peter Doskozil ein Wildschwein, laut Befragten. Das Schlimme ist aber, dass die ÖVP solche Umfragen macht nicht, sondern dass sie dafür den Staat missbraucht. Dass sie nämlich, obwohl in einem Land leben, das über eine der höchsten Parteienförderungen verfügt, das heißt, die ÖVP hätte wahrlich genug Geld, sie das Ministerium dafür heranzieht, um hier vermeintlich über Studien diese Umfragen über Steuern und Steuerzahler über sie bezahlen zu lassen. Und noch skrupelloser ist, dass dann diese Studien eben sehr oft nur Meinungsumfragen sind, aber sogar frisierte. Oder wie jetzt im heutigen Fall, welche, wo hier und dort was abgeschnipselt wurde. Und daran lässt man noch dazu, ab und zu, eine Parteifreundin mitverdienen. Stichwort Kammersinn. Strafrechtliche Kompetenzen gibt es Gott sei Dank langsam in diesem Land und hoffentlich immer öfter, wenn es ansteht. Wo bleiben aber die politischen Konsequenzen? Man hat den Leiter der Öffentlichkeitsabteilung in diesem Fall hier mal entlassen. Ansonsten macht man aber weiter wie bisher. Die eigentlichen Konsequenzen aus den Ermittlungen unserer Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und den Erkenntnissen aus einer internen Revision des Finanzministeriums hätten aber sein müssen vollkommene Transparenz. Das beste Mittel gegen Korruption. Und ja, Frau Kollegin Tomaselli, es gab hier eine Verbesserung aufgrund auch des Drucks von uns NEOS und der SPÖ. Und seit Jänner diesen Jahres gilt die Pflicht zur Veröffentlichung von Umfragen, Studien, wenn es nicht wieder mal dasselbe ist, Gutachten und Ministerien. Aber das kann nur der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Das reicht aber nicht. Es braucht klagbare Ansprüche auf Informationen, weil staatliche Stellen der Veröffentlichungspflicht noch immer nicht nachkommen. Und wir, wie Sie von mir auch gehört haben, sehr oft hier in den Anfragebeantwortungen die Antworten, gerade wenn es heikel wird, nicht bekommen. Und daher fordern wir weiterhin als NEOS das Informationsfreiheitsgesetz. ÖVP und Grüne, wo bleibt das versprochene Informationsfreiheitsgesetz? Applaus.